Heute geht es mal um das Thema Organspende, ja. Und zwar habe ich den Jerry eingeladen, Jerry Clarkson. Und er hat nämlich selber auch einen YouTube-Kanal, hat auch schon selber über Organspende geredet. Und zwar einfach aus dem Grund, weil er selber organtransplantiert ist, ja. Und das wird er uns gleich im Detail erzählen. Ich habe ihn nämlich eingeladen hier zu mir nach Hause. Ich habe hier schon mal das Setting aufgebaut, ja. Hier sind die ganzen Lampen, Kameras hier drüben schon aufgebaut. Und er kommt jetzt jede Minute hier an und dann werden wir ein bisschen über Organtransplantation reden. Wir werden über Organspende reden. Und das wird sicherlich ganz interessant. Da ist schon der Jerry. Das ging ja schnell. Ah, jo, nice. Hi Jerry, grüß dich, komm her. Schön, dich zu sehen. Komm rein. Mich freut's auch. So, ja. Alles aufgebaut. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Sehr schön. Auch direkt mit Kamera, sehr gut. Ja, genau. Ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Ja, kein Problem. Gerne. Check auf jeden Fall mal seinen YouTube- und Instagram-Kanal aus. Ja, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Abonniert ihn und schaut auf jeden Fall da mal rein. Ja, willst du einfach mal direkt loslegen, einfach ein bisschen erzählen, wie einfach deine Vergangenheit aussah. Du bist ja organtransplantiert. Kannst du vielleicht kurz erklären, um welches Organ es sich überhaupt handelt, wie es dazu gekommen ist und genau. Okay, also ich bin eigentlich seit Geburt an, sag ich mal, nierentransplantiert. Bei mir war das Problem schon im Mutterleib, waren bei mir die Harnklappen geschlossen und dadurch haben sich die Nieren nicht ordnungsgemäß, sag ich mal, entwickelt. Ja. Bis 6 Jahre bin ich dann künstlich ernährt worden, habe mit 6 Jahren meine erste Niere bekommen von meiner Mama. Und die hat 21 Jahre gehalten, dann hatte ich leider vor 2 Jahren einen Autounfall. Und seit 2 Jahren habe ich Gott sei Dank dann eine Niere von meinem Papa bekommen, weil das auch nicht selbstverständlich. Die Organe gibt es ja nicht wie Sand am Meer, ja, das weiß jeder. Und die Wartezeit betrifft, glaube ich, zurzeit so 5-6 Jahre meistens. Ja, ich hatte das Glück, nur ein halbes Jahr an der Dialyse zu sein. Und eben seit 2 Jahren habe ich die Niere von meinem Papa und läuft eigentlich soweit ganz gut. Ja, wir hatten es ja auch schon mal besprochen mit. Wir hatten ja jetzt schon häufiger auch mal über das Thema geredet. Man kommt ja erst auf die Liste, wenn man wirklich an der Dialyse ist. Richtig? Genau. Also ich war ja ein halbes Jahr an der Dialyse, was eigentlich nicht normal ist, weil normalerweise ist man ja länger. Ja. Und ich war ja dialysepflichtig und bin auch deswegen auf die Liste gekommen. Genau. Und über die Liste hätte es viel länger gedauert. Aber ich hatte ja das Glück, dass mein Papa sofort eigentlich gesagt hat, er spendet mir eine Niere und rettet mir, sage ich mal in Anführungszeichen, dadurch mein Leben. Ja, natürlich. Ja. Okay, und dadurch war sozusagen das kein großes Thema mehr mit, okay, wo kommt jetzt sozusagen das Organ her? Wie lange muss ich jetzt dann eben doch auf ein Organ warten? Ja, und das war für mich, sage ich immer, das größte Geschenk, was man eigentlich im Leben bekommen kann. Natürlich, ja. Weil an der Dialyse ist nicht so, das läuft nicht einfach so, sondern es macht körperlich einfach kaputt. Das ist so, ich denke, das wissen auch viele. Ja. Und ich war so froh, eine Aussicht zu haben, in so und so vielen Monaten werde ich ein Organ haben und musste nicht mit einer Ungewissheit leben, wann gibt es wieder ein passendes Organ. Ja. Vielleicht kannst du einfach noch mal kurz erklären, wie so die ganze Situation für dich ist. Also es begleitet dich ja schon dein ganzes Leben lang und ich glaube, viele Leute können sich das so gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man einfach ein Organ braucht, wenn man wirklich in dieser Situation steckt. Ich meine, man hört ja momentan sehr, sehr viel in den News, auch über die Widerrufserklärung und wie sieht es aus mit Organtransplantation, mit Organspende, mit einem Organausweis, soll man sich einen machen lassen, wie macht man sich den? Und also man hört immer sehr, sehr viel darüber und zumindest eben jetzt in letzter Zeit. Ja. Aber ich glaube, es kann sich niemand so wirklich vorstellen, wie es wirklich damit ist. Also ich weiß nicht genau, wie viele Leute jetzt dieses Video sehen werden und vielleicht hat der eine oder andere eben jemand in der Familie oder ist eben auch selber davon betroffen. Ja. Aber ich denke eben sehr, sehr viele Menschen auch nicht, die gar nicht wirklich einen Bezug dazu haben. Und vielleicht kannst du da noch einmal ganz kurz für die Zuschauer verständlich machen, was es überhaupt bedeutet,
mit der Dialyse, was es für den Körper bedeutet, wie es ist, dass du, wie häufig du in die Klinik gehen musst und dich auch mit dem Thema eben auseinandersetzen musst und was das vielleicht für ein Gefühl ist. Vielleicht kannst du das kurz erläutern, wenn es geht. Also bei mir, ich hatte ja das Glück eben, ich habe es ja auch schon erzählt, dass ich langzeitig mal mit einer Niere leben konnte, weil ich ja das Glück hatte, dass aus der Familie mir jemand spenden konnte. Das ist ja auch nicht immer klar. Mein Papa ist jetzt im fortgeschrittenen Alter. Ja, natürlich. Ja. Als ich damals an die Dialyse gekommen bin, das war für mich Neuland, muss ich auch sagen. Und Dialyse war immer so was Unbekanntes, wie so eine Angst, sag ich mal. Ja. Und dann bin ich an die Dialyse gekommen und dann hat sich bei mir, muss ich sagen, schon auch diese Angst bestätigt. Ich meine, ich hatte das Glück, ich war dreimal die Woche 4 bis 5 Stunden an der Maschine. Das geht noch, manche sind noch mehr an der Maschine. Und hatte ja auch das Glück, dass ich nur jetzt ein halbes Jahr war, wo ich drauf bauen konnte, wann das nächste Organ kommt. Das Problem ist aber, ich glaube, wenn ich es noch länger hätte machen müssen, dann wäre ich, glaube ich, psychisch echt draufgegangen. Weil man nie so Zukunft, sage ich mal, planen kann. Wenn man nur an der Maschine hängt, wenn man müde ist, wenn man sich nicht mehr fit fühlt. Also man ist an der Maschine, fühlt sich vielleicht einen halben Tag ein bisschen fit, aber am nächsten Tag ist man so kaputt, dass man den ganzen Tag schläft. Also man kann keine Anstrengung mehr machen, nichts. Und das weckt natürlich dann nochmal ein, so diesen Grundgedanken, wie wichtig es ist, dass es Organspender gibt. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich einen Spender hatte. Natürlich, aber gerade wenn man sich so ein bisschen die Gesellschaft anschaut, ist halt Organspende, Transplantation immer noch so verrufen, so ein Tabuthema. Es geht ja oft durch die Presse zum Beispiel mit Organspendeskandalen. Das wird dann wieder durch die Decke gehen. Aber was es eigentlich bedeutet, ein Organ zu bekommen, das ist eigentlich so ein tolles Gefühl ist, dass man wieder normal leben kann. Ich vergleiche das immer, ich sage immer zu meinen Eltern, es seid eigentlich Helden für mich. Weil das, was sie tun, ist eigentlich schon was Heldenhaftes. Natürlich, ja. Und für viele bezweifle ich, dass das noch gesellschaftsmäßig so angesehen wird. Es wird lieber totgeschwiegen, weil sind wir ja beim Tod, den schweigt man tot und man redet nicht mehr darüber. Man redet nicht wirklich darüber, Und auch eben die positiven Sachen werden ja häufig leider in den News auch nicht so wirklich dargestellt, sondern da werden dann nur von irgendwelchen Skandalen berichtet und nicht wirklich dargestellt, was man doch eigentlich an Gutes damit tun kann. Also das ist schon echt der Wahnsinn. Und die eigentliche Transplantation bei dir, ist das alles gut gelaufen? Wie war das hinterher auch mit Medikamenten? Da muss man ja in der Regel sehr viel Immunsuppressiva nehmen, damit das Transplantat eben nicht abgestoßen wird. Kannst du da noch kurz so ein, zwei Worte dazu sagen, ob das alles gut gelaufen ist in der Klinik? Hast du dich da wohl gefühlt oder? Also ich muss gestehen, bei der zweiten Niere muss ich nochmal nachoperiert werden, weil mein Bauch zu klein war. Also ich bin ein bisschen schockiert gewesen, weil ich bin, also ich war schon bei mir im Isolationszimmer. Und eine Stunde später hat sich herausgestellt, die Niere ist nicht durchblutet, oder nur zur Hälfte. Musste nochmal nachoperiert werden, aber da war Gott sei Dank alles gut soweit. Dadurch, dass ich so lange jetzt schon immunsuppressiert bin, man wird ja immer am Anfang, läuft es so ab, das Immunsystem wird platt gemacht, dass man, sag ich mal, neu aufgebaut wird. Und bei mir haben halt viele Medikamente nicht mehr angeschlagen, weil ich eben schon so lang transplantiert bin. Ich sag immer, jemand, der ganz normal lebt, der kann es vielleicht nicht so schätzen. Jetzt nach der Dialyse kann ich es wieder viel, viel mehr schätzen, wenn man normal trinken kann. Wie schön jeder Tag ist, auch wenn die Sonne scheint. Das sind so ganz Kleinigkeiten, wo jeder es selbstverständlich wahrnimmt. Und ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, boah, ich bin so froh, dass ich wieder alles machen kann. Wie schön,
nicht an der Maschine sitze. Ich habe das Gefühl, das stellst du, glaube ich, auch ganz gut in deinen YouTube-Videos dar und auch in den Bildern. Habe ich immer das Gefühl, dass du irgendwie auch so richtig lebst und wirklich so viele Kleinigkeiten auch sehr schätzt. Ja. Und daran sollte sich, glaube ich, jeder immer wieder daran erinnern, jeden einzelnen Tag, dass man eigentlich so froh sein kann, wenn es einem soweit gut geht, wenn man halbwegs gesund ist, sage ich mal. Und jeder kann vor allem, das finde ich das Tolle, irgendwie was dazu beitragen. Mhm. Ja. Im Kleinen sowie im Großen. Darum sage ich auch immer, meine Eltern sind die Helden, weil die haben was dazu beigetragen. Ich muss jetzt nicht ewig warten, bis vielleicht mein Organspender da ist, der spenden kann. So Jerry, wie siehst du denn jetzt die ganze Thematik momentan mit der Organspende und der Widerrufserklärung, die eben Jens Spahn jetzt momentan eben in Deutschland einführen möchte? Es gibt ja sehr, sehr viele Nachrichten zurzeit, die sich um das Thema drehen. Viele Sachen, die irgendwie dafür sprechen, einige Leute, die dann irgendwie auch dagegen sind. Wobei, wenn man natürlich so Umfragen hört, dann hört man immer wieder, dass 4 von 5 wären eben für eine Organspende. Aber in Deutschland haben dann eben doch nur ungefähr 1/3 einen Organspendeausweis. Beziehungsweise die letzten Zahlen, die ich eben gelesen habe, ist, dass eben die Anzahl der Organspenden oder Organtransplantationen extrem auch zurückgeht in Deutschland, was ja, sag ich mal, eine sehr negative, schlechte Entwicklung ist. Und wie stehst du zu dem ganzen Thema Organspende an sich? Ich habe lang drüber nachgedacht, muss ich auch gestehen, weil man ja selbst betroffen ist und dann sagen immer gleich ganz viele, ist natürlich klar, dass der das sagt. Ja. Aber ich finde die Widerspruchsbelehrung eigentlich ganz gut, eine gute Lösung, weil ich sage, es heißt jetzt nicht, dass jeder gleich ausgenommen wird, sondern jeder hat ja trotzdem die Möglichkeit zu sagen, okay, ich spende nicht. Trotzdem finde ich es wichtig. Es gab ja einen riesigen Aufschrei in den Medien, wie es rauskam. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass wir viel zu wenig über das Thema wissen oder uns damit auseinandersetzen. Ja. Dass es so auf einmal plötzlich so da war und vorher hat sich eigentlich niemand so richtig Gedanken darum gemacht. Das ist wie so eine Glocke und da ist es drin und bloß nicht damit beschäftigen. Ja, das fand ich ein bisschen schade, weil gerade wenn man zum Beispiel Amerika anschaut, da ist es viel selbstverständlicher, dass zum Beispiel mal ein Freund, eine Freundin oder sonst jemanden was spendet. Da ist, sag ich mal, ich nenne es jetzt mal Gesellschaft anders, weil die das so ein bisschen als Heldentum ansieht. Und hier, glaube ich, haben wir halt einfach das Problem, da hat jeder Angst davor, das ist ein Tabuthema. Außer man kennt jemanden, der selbst betroffen ist, man selber aber möchte sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, genau. Weil wer denkt schon in dem Alter über Tod oder sonstiges nach? Das ist ja das große Problem, denke ich auch, dass man sich ja, sag ich mal, nicht besonders gerne mit dem Tod beschäftigt, beziehungsweise selber auch denkt, okay, man selber kommt ja nie in die Situation, dass man vielleicht mal irgendwie ein Organ spenden muss. Also darüber macht man sich ja nicht gerne Gedanken. Und wenn man dann eben, sag ich mal, nicht mehr oder weniger zu dem Thema gezwungen wird, macht man es eben nicht. Die Sache ist nur, dass man sich eben früher oder später irgendwann entscheiden muss. Also entweder man selber muss sich entscheiden oder es wird dann eben für einen entschieden. Ja, wenn dann die Angehörigen eben in dem schlimmsten Fall, wenn es eben eintritt, dann entscheiden müssen, ob die Organe gespendet werden sollen oder nicht. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, dass man sich halt doch da Gedanken drüber macht. Und offensichtlich gibt es momentan in Deutschland einfach zu wenig Mittel, um die Leute an das Thema ranzuführen, dass die Leute sich wirklich damit auseinandersetzen, damit sie sich eben einen Organspendeausweis machen. Weil laut den Umfragen wollen es ja sehr viele, aber letztendlich haben dann eben doch sehr wenige eigentlich einen Organspendeausweis. Und genau, deswegen, also ist sozusagen auch deine Meinung, dass eben diese Widerspruchserklärung sehr gut wäre, weil die Leute sich sozusagen auch dann einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen müssen, sie aber eben immer noch die Möglichkeit haben, dem zu widersprechen. Ja, genau. Ja. Und ich finde es einfach wichtig, es sollte kein Tabuthema mehr sein, ganz einfach. Ja. Eigentlich sollte da gar kein Aufschrei kommen, sondern es sollte eigentlich als
in Anführungszeichen selbstverständlich gesehen werden. Ja. Weil ich meine, ich habe es gesehen, ich habe ein Buch geschrieben, da habe ich auch ein paar Radiosender angeschrieben und ganz viele haben es unter den Tisch, sag ich mal, fallen lassen. Ja, ein Radiosender hat gesagt, wird ihn interessieren. Ja. Da kam für mich so ein bisschen dann auch wieder dieses Gefühl, man möchte es nicht nach außen tragen, weil das ist so sensibel. Die Einschaltquoten gehen dann vielleicht runter, weil die Leute sich gar nicht mit dem Thema Organspende vielleicht unbedingt beschäftigen wollen, dann lieber irgendwie in ihrer Freizeit Musik hören wollen. Ja, natürlich. Also ich denke eben auch, dass man niemanden natürlich dazu zwingen kann, aber es ist ja auch kein Zwang, den man den Leuten aufbürgt, weil wenn du dem widersprechen kannst, ist es ja kein Zwang. Ja. Also du kannst einfach sagen, okay, aus religiösen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer du einfach deine Organe nicht spenden möchtest, kannst du dem ja aktiv widersprechen. Ja. Und dementsprechend ist es ja kein Zwang, meiner Meinung nach. Vielleicht habt ihr da draußen natürlich eine ganz andere Meinung zu dem Thema. Dann könnt ihr das natürlich gerne hier unten in die Kommentare schreiben, ob ihr selber Organspender seid oder es werden möchtet, beziehungsweise was ihr auch generell von der Widerspruchserklärung haltet. Das würde uns beide auf jeden Fall sehr interessieren. Auch das Buch von Jerry habe ich unten einfach mal in die Infobox verlinkt. Wenn euch sein Hintergrund einfach noch mehr interessiert, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auch anschauen. Wenn ihr das Video seht, würde es uns natürlich auch auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Video teilt. Ja. Jerry hat auch selber nochmal im Krankenhaus, hast du das, glaube ich, gedreht, ein Video auch selber nochmal genau aktuell auch zu dem Thema damals noch ein Video auch über Organspende gedreht, was ich auch sehr, sehr gut fand, was ich auch eben auf Instagram mal geteilt habe. Organspende. Es ist ja in letzter Zeit sehr durch die Presse gegangen, die Widerrufserklärung, die da eingeführt werden soll. Aber was ist die Widerrufserklärung eigentlich? Hierbei wird natürlich sehr, sehr kontrovers diskutiert. Und ich habe mir gedacht, ich mache ein Video dazu, denn ich bin zum zweiten Mal Nieren transplantiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es um einiges leichter ist, dass ich das Leben genieße, jeden einzelnen Tag. Ich genieße es, auf dieser Welt zu sein. Also das, was wir, glaube ich, eigentlich nur vermitteln wollen, ist, dass man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzt. Ja? Dass man sagt, nicht sagt von wegen, hey, ich habe keine Zeit dafür, mich damit irgendwie zu beschäftigen, sondern dass man sich wirklich Gedanken macht, möchte ich Organspender werden oder nicht. Es geht in dem Video jetzt eigentlich auch weniger darum, das hast du ja auch in deinem Video auf deinem Kanal eben auch gesagt, jetzt irgendwie Leute zu überzeugen, dass sie unbedingt Organspender werden müssen, sondern es geht einfach nur darum, dass man sich Gedanken macht und sich einen Organspendeausweis holt. Ja, da kann ja auch drinstehen, von wegen, dass man keine Organe spenden möchte. Das ist vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung. Nur, dass man sich eben mit dem Thema auseinandersetzt, für sich selber eine Entscheidung trifft und das dann eben sozusagen in die Tat umsetzt. Ja, oder vielleicht wird es eben dann eben bald durch die Widerrufserklärung sag ich mal, generell geregelt, so dass man sich keinen Organspendeausweis mehr machen lassen muss, außer man sagt eben, dass man keine Organe haben möchte. Genau, und wenn man eben diesen Organspendeausweis ausfüllt, ich finde, dann sollte man sich eben einfach auch nochmal so die Gedanken machen, wie wäre es, wenn man jetzt selber ein Organ bräuchte, ja, wie es einfach in deinem Fall eben ist, dass man vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, vielleicht braucht jeder von uns da draußen, vielleicht braucht jeder einfach ein Organ und wie würde man dann handeln oder wie wäre es, wenn jemand in der Familie ein Organ bräuchte? Und ich finde, das muss man immer im Hintergrund haben, nur weil es einem vielleicht jetzt gut geht und jetzt der Familie gut geht, heißt es eben nicht, ich wünsche es natürlich niemandem, aber dass es einem in ein paar Jahren immer noch gut geht und deswegen finde ich, sollte man da einfach nochmal drüber nachdenken, bevor man diesen Organspendeausweis ausfüllt. Vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz für die Zuschauer beschreiben, was das einfach für ein Lebensgefühl ist für dich. Also wie schaffst du es, immer mit dem Hintergedanken, wie lang macht jetzt auch die Spenderniere mit, wie lang habe ich, ist es irgendwie 5 Jahre, 10 Jahre, mit etwas Glück sind es 15, 20 Jahre, die Niere hält.
aber vielleicht sind es eben auch deutlich weniger. Wie sieht die Medizin in Zukunft aus? Mhm. Machst du dir da sehr viele Gedanken? Wie gehst du einfach damit um, mit dem Thema, was sind so deine Emotionen? Vielleicht kannst du das irgendwie den Zuschauern noch mal probieren, einfach so ein bisschen zu vermitteln. Also, ich vergleiche das immer damals als Kind. Haben die Ärzte mir 2 Wochen gegeben zum Leben. Wahnsinn. Und jetzt heute bin ich 29 Jahre alt, also irgendwas muss damals richtig laufen sein, dass ich heute noch hier sitze. Ja. Und ich sage, also ich bin eher der Mensch, der hoffnungsvoll in die Zukunft schaut. Natürlich weiß ich nicht, wie lange das Organ hält und was die Zukunft bringt, aber mich jetzt irgendwie fertig zu machen oder so, das würde nichts bringen. Also ich gehe mit Hoffnung und Mut voran und sage dann auch immer, ich hoffe natürlich, dass die Medizin sich weiterentwickelt und sie hat sich ja auch über die letzten Jahrzehnte, sage ich mal, schon weiterentwickelt, was heutzutage möglich ist. Aber jetzt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, das bringt alles nichts oder so, das wäre ein Schmarrn. Also ich lebe jeden Tag, auch wenn der Satz schon aufgebraucht ist, wie der letzte, weil ich auch sage, Mensch, ich bin so froh, wenn ich aufstehen kann und das machen kann, in die Arbeit so. Alltägliche Dinge. Und darum sehe ich hoffnungsvoll entgegen und sage auch eben, was die Medizin heute schon kann und vielleicht morgen können wird, baue ich immer drauf, das wird schon alles weitergehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die, die normal leben, sich mal wieder so zurückzuschließen, was macht mein Tag so ein bisschen besonders. Nicht nur einfach so leben, sondern mal den Blick zu öffnen für die Kleinigkeiten, weil man dann auch nochmal den Tag ganz anders spürt und lebt. Und, das finde ich sehr schön. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Aspekt und Hut ab, ich selber habe jetzt keinen auf, aber dass du da mit so viel Hoffnung und mit so viel guter Laune und irgendwie so in den Tag startest. Also ich denke, daran können wir uns, glaube ich, alle wirklich eine Scheibe abschneiden, weil für die meisten glücklicherweise, die müssen eben mit so einem Hintergedanken, sag ich mal, nicht leben, aber sich immer wieder daran zu erinnern, wie gut man das doch eigentlich hat und wie wichtig einfach die eigene Gesundheit ist. Ja. Das ist schon ein sehr, sehr guter und schöner Aspekt. Ich hoffe, dass ihr einfach mal so ein bisschen vielleicht auch einen Eindruck bekommen habt, wie es einfach ist, wenn man wirklich davon betroffen ist, weil es wird natürlich, wie gesagt, in den Nachrichten, in den News wirklich viel darüber geredet, aber einfach mal wirklich so eine Einsicht zu bekommen von jemandem, der halt wirklich betroffen ist, war für mich ehrlich gesagt auch sehr, sehr schön und wirklich einfach eine tolle Erfahrung, weil man kann sich das einfach so als Außenstehender gar nicht wirklich vorstellen. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ja, also, das ist meiner Meinung nach einfach nicht möglich. Und genau, deswegen danke ich dir wirklich sehr, dass du heute da warst und mit mir das Video gemacht hast. Und genau, checkt auf jeden Fall noch den Kanal, wie gesagt, von Jerry aus. YouTube, Instagram, macht sehr, sehr coole Sachen. Ich hoffe mal, dass wir auch mal bald bisschen vielleicht in die Natur gehen, ein bisschen vloggen und das hoffe ich auch. Ein bisschen was machen. Ein bisschen München unsicher machen. Genau. Das machen wir auf jeden Fall. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ne, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr auch gerne das Video teilen, wie gesagt, mit euren Freunden, mit der Familie. Wenn es euch wirklich gerade interessiert, auch gerade mit dem Thema Organspende, ihr euch gerade damit beschäftigt, dann teilt es einfach mit euren Freunden, würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns einfach im nächsten Video. No? Jerry, vielen Dank und bis dahin, mach's gut. Ciao.